So, und da sind wir wieder bei Goodbye Deponia. Heute die letzte Folge. Also, die letzte Folge für heute, für die Aufnahmesession, nicht allgemein. Wir müssen hier an den Arzneischrank, genau. So, oh Gott, was haben wir denn jetzt? Wir haben ein Brechmittel und wir haben ein Antidepressiva. Okay. Jetzt gehen wir hier zur Trümmersiedlung. Genau. Das ist eine Trümmersiedlung. Ich habe mich nicht verlesen. Es ist eine Trümmersiedlung. Wir gehen erstmal zu Bozo. Genau. Und der müsste ja eigentlich das Antidepressiva kriegen. Hey Bozo. Diesmal habe ich genau das Richtige für dich. Lecker Psychopharmaka. Sag, Na komm schon. Ein für Mama Bozo. Will ich. Ach, das gibt's doch nicht. Dabei war ich mir diesmal so sicher. Vielleicht sollte ich es ihm ins Essen rühren. Hunger muss er ja irgendwann mal bekommen. Das machen wir doch gleich. Es wäre lustig, wenn er etwas gegessen hätte. Hatte aber nicht. Warte mal. Wenn wir jetzt, Moment, wo können wir das denn? Oberboso. Du, Opa, komm mir nicht in einige und ich muss mich schon... Moment mal. Ach, hier haben wir noch was. Okay. Das mit dem Hin- und Hertauschen ist natürlich super. Dann mischen wir das mal hier rein. Perfekt. Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Bozo unterzujubeln. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Bozo zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Okay. Hier. Oh. Hey, du sollst nicht mit meinem Inventar herumkramen. Du ein Schiedkram. Baby Bozo hat die ganze Suppe gegessen. Wie komme ich denn jetzt an die Antidepressiva? Shit. Ich würde mal sagen. Liebe Kinder, das, was wir jetzt machen, ist moralisch völlig verwerflich und sowas von falsch. Aber gut. Tja, ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav A. Was mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. Nicht im Mantel, hörst du? Nein. Ja. Sag ich ja. Oh oh. Jetzt reicht's! Hör endlich auf! Niemand braucht deine Hilfe! Oh. Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten! Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst! Du bist kein Held! Du bist ein Riesenarsch! Und du wirst uns alle umbringen! Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Wow. Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus.
Alles okay? Boso! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Ja, verdammt! Sieht so aus, was? Oho. Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann, was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer, so gemein und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen. Bist du am Ende vielleicht doch einer von den Guten, was? Ich glaube, Rufus sieht es nicht so. Tja. So, was soll man sagen? Also, ich bin gerade auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich meine, Rufus ist halt an sich von was ihm passiert und so weiter eine coole Person, aber Boso hat schon recht. Komm schon, komm schon, komm schon! Ja doch, ich bin ja gleich soweit. Tja, um seiner Rolle gerecht zu werden. Zack. Buch. So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's! Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Das sollte er ruhig glauben. Na gut. Du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Okay. Garlef, was lungerst du da rum? Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknöpfen. Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Okay, da kommen wir wieder nicht weiter. Nix da! Die Tür bleibt zu! Das ist natürlich jetzt wieder. Wenn der Organon angreift, können wir hier vielleicht. Rohrpostschacht. Können wir vielleicht hier von diesem Kontrollturm aus. Ich denke mal, es ist der Kontrollturm. Einen sogenannten Krieg anzetteln. Das wäre lustig. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Ja. Immer. Geht's hier denn noch irgendwo runter? Hier. Ach, da geht's weiter. Na, sag das doch. Da geht's weiter. Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für... Nur für Mitglieder in den Kriechgang-Abdeckung? Kiste? Ne, wir gehen erstmal in die Kiste. Was haben wir da? Antragsformulare. Antragsformular 27-0. Antrag auf. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen IRB-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen Holler-55. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben IRB für defekte Antragsterminals. Aktenzeichen IRB-122. Okay, also müssen wir hier
Irk drauf machen? Irgendwas muss ich doch damit anstellen können. Aber was? Antragsformular. Weg damit. Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine... Haben wir hier was? Terminal. Hm. Ohne das passende Antrags... Ach so. Okay. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ersatz, Schraubenzieher. Hallo? Was ist denn das? Das Org funktioniert nicht. War ja klar. Aber wir haben ja noch ein Irk. Passt. Was auch immer das sein soll. Okay. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Zack. Irk Strich 75. So. Ah, jetzt können wir es ja immer noch nicht verschicken, ne? Okay. Antragsformular. Jetzt können wir es ja immer noch nicht verschicken. Kiste, Türsensor. Hier können wir immer noch weitergehen. Ah. Was haben wir denn hier unten alles? Das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Und unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Ach, seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Das hatte Argus also gemeint. Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Uff. Ach. Stör ich? Ruhig. Welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rufus. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unseren Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe. Innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da. Also rück mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht... Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini. Vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Bitte, bitte was? Okay. Cindy, Cutis und Hottie. Okay. Nee, super fest verschraubt. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung nicht öffnen. Okay. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Ah, da ist eine Schraube, mit der man die Leitung für Wartungsarbeiten öffnen kann.
Da müssten wir ja eigentlich anrückende Organons, Hochboot. Da ist es also, das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. So sieht also dieses Hochboot aus. Okay. Diese Scheusale. Nur gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil, ist wie es ist, wir müssen. Folgenende und so weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Macht's gut, haut rein und ciao.